Im Parakanu gibt es nur die eine Strecke, das sind die 200 Meter und die gibt es auch in jeder Disziplin nur um einer. Und die 200 zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie gnadenlos ist. Wenn du am Start nicht vorne dabei bist, ist es fast unmöglich, noch irgendwo vorne reinzufahren. Die Boote und die Paddel sind ähnlich wie im Rennsport auf fast gleiche Werte genormt. Beim Parakanu ist der einzige Unterschied zum Rennsport nur, dass wir eine Mindestbreite haben, die sich auf 50 cm beläuft. Die soll ein bisschen für Fairness sorgen bei den höheren Schadensklassen, dass die halt mehr Stabilität haben. Ansonsten ist es wie beim Rennsport. 12 Kilo muss das Boot mindestens wiegen, maximal 5,20 Meter darf so ein Boot lang sein. Mittlerweile sind wir wirklich so weit, dass Paddel kaum noch über 600 Gramm wiegen, was noch so vor 10 Jahren fast das Doppelte war. Natürlich als Sprinter ist die Schnellkraft entscheidend. Das Startvermögen muss immer trainiert werden, aber genauso wie ein Langstreckenfahrer brauchen wir die Grundlage, weil auch 200 Meter können verdammt lang sein, wenn es in die hohe Belastung reingeht. Den Topspeed, den hat man meistens so nach 40, 50 Metern spätestens. Und ja, so ab 100 Meter ist schon ein leichter Abfall, der dann kommt. Und ja, hinten raus Richtung Ziellinie hat das schon manchmal was von Standfußball.